Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Satox. Ich präsentiere euch heute das Unboxing zu BlackRock Shooter und zwar zu der Ultra Limited Figma Edition. Diese beinhaltet nicht nur die DVD oder Blu-ray, sondern auch die Insane BlackRock Shooter Figur. Ein 32-seitiges Booklet mit Interviews mit den Machern und Synchronsprechern, ein 16-seitiges Illustrationsbook im DIN A4 Format, ein 24-seitiges Script Setting Cover Booklet und ein Folder zum Aufbewahren von Unterlagen, ein Postkartenset sowie das aus der Serie bekannte Kinderbuch Der kleine Vogel und die vielen Farben. Und diese Version ist auf 500 Stück limitiert. Dann fange ich jetzt einfach mal an und packe sie mal aus. Muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht in die Finger schneidet. Ah, da ist er auch schon. Und natürlich soll auch eine Tasche dabei sein. Das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. So sieht das Ganze aus. Machen wir einfach mal weiter. So, ich pack's vorsichtig aus. Kaputt machen. Ah, riecht das frisch. So, gucken wir mal erstmal die kleine Tasche nach. Da drin ist. Ah, hier ist erstmal die Blu-ray Box. Mit zwei Blu-rays. Na gut, ich leg's jetzt mal hin. Oh, dann gucken wir mal die große Tasche. Da wird das ganze Zeug drin sein. Irgendwas haben wir hier. Toxic Sushi. Bestellt auf nippon.de übrigens. Die war auch schon ausverkauft vor Erscheinung. Und hier ist die großartig erwähnte Figma-Figur Insane BlackRock Shooter. Ich habe sie mir irgendwie größer vorgestellt, aber scheint schon was herzumachen. Dann ist hier was in Pappe eingewickelt. Das scheinen die ganzen Booklets zu sein. Vorsichtig aufschneiden, nicht dass die Booklets zerkratzt werden. Das wäre natürlich schade. Autsch, und natürlich die Schau auf den Fuß. So, was haben wir denn? Gut, ich hätte jetzt erwartet, dass wenigstens das Bilderbuch als Hardcover kommt. So, was ist das jetzt? Ach, der Notizblock, den hatte ich vergessen zu erwähnen. Notizblock, oh. Dann hier ein limitiertes Sammelheft. Artworks, wie es scheint. Ui. Ja, schön. Das hier ist das Setting Script und DVD Cover. Mit Artworks von BlackRock Shooter und den ganzen anderen Charakteren. Das sind jetzt die DVD-Cover, beziehungsweise so wie es scheint auch die Blu-ray-Cover, nein, die DVD-Cover. Dann haben wir hier Illustration Book, ah, das Artbook. Und F4. Alles in Hochglanzoptik. Ja, sieht ganz gut aus. Wie schon gesagt, ist halt schade, ich hätte Hardcover hätte ich erwartet. Ah nein, man kann nicht alles haben. Und das soll das aus der Serie bekannte Kinderbuch sein. Ha, zum Glück alles in Deutsch übersetzt. Am Anfang. Na gut, so viel gibt es jetzt nicht zu lesen.
Ja, schön. So, das war mein Unboxing zur Blackhawk Shooter Ultra High Lim Figma Edition. Ultra High Limited Figma Edition. Vielleicht mache ich noch ein separates Unboxing zu der Figma-Figur. Da ich gerade sehe, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, packe ich noch die DVDs aus, beziehungsweise die Blu-rays aus. Ah, das 16er Logo ist nicht aufgebracht. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier noch? Ah, die Postkarten. Habe ich nämlich schon vermisst. Gucken Sie mal an. Na, schön. Eigentlich zu schade, um was drauf zu schreiben. So, das ist die erste Blu-ray.